Sein Team hat die stärkste Offensive der Liga. 26 Tore hat die Mannschaft von Frank Schmidt bereits erzielt. Und er trifft besonders gerne Marc Schnatterer. 7 Saisontore gehen auf sein Konto. Ein Garant dafür, dass der erste FC Heidenheim in der dritten Liga oben mitspielt. Eine gute Handvoll Heidenheimer haben sich Richtung Ostwestfalen aufgemacht. 500 Kilometer, für echte Fans kein Problem. Die Gäste in Rot. Schon in den ersten Sekunden geht es munter los. Kein Respekt vor der traditionsreichen Bielefelder Alm. Dennis Malura, Bastian Heidenfelder. Die Heidenheimer bei Sonnenschein und knapp 5 Grad schnell auf Betriebstemperatur. Die Arminia. Das Ziel ist klar, es soll wieder rauf in die zweite Liga gehen. Bereits 8-mal haben sie den Platz als Sieger verlassen. Ebenfalls schnell im Spiel Salga gegen Florian Tausendpfund. Der Heidenheimer aufmerksam. Defensiv könnte es beim Tabellensechsten besser laufen. 22 Gegentore, eine ganze Menge. Arminia Bielefeld. Viel geht zu Beginn durch die Mitte. Immer wieder der Ball ins Zentrum. Schnatterer gegen Rahn. Schnatterer, Rahn fällt. Die Bielefelder fordern Strafstoß, aber der erfahrene Bundesliga-Schiedsrichter Dennis Aitekin lässt die Pfeife stumm. Wir schauen noch mal genauer hin. Johannes Rahn wird von Schnatterer zeckenähnlich bedrängt. Der Heidenheimer hartnäckig trifft seinen Gegenspieler am Oberschenkel. Über einen Elfmeterpfiff hätte sich Heidenheim nicht beschweren können. Die Gäste gut 20 Minuten vor der Pause mit ihrer zweiten Ecke. Alle Standards ausgeführt von Marc Schnatterer. Florian Krebs springt am höchsten, kommt aber nicht ordentlich hinter den Ball. Krebs mit seinen 1,94 Meter prädestiniert für Kopfballtore. Die Heidenheimer spielen gut mit, machen einiges nach vorne. Mittlerweile knapp eine halbe Stunde rum. Klos, ein kleines Tänzchen mit Dennis Malura. Klasse Zuspiel auf Stefan Salga. Salga, 1-0 Bielefeld, 31. Minute. Der Zeitpunkt des Treffers nicht überraschend, die Entstehung allerdings schon. Stefan Salga, sein Torschuss wird erst durch David Schittenhelm unhaltbar. Heidenheims Nummer 6. Statt zu klären, überwindet er seinen Schlussmann. Bielefeld führt glücklich, aber nicht unverdient mit 1-0. Bis zu diesem Zeitpunkt beide Teams auf Augenhöhe. Ein unglücklicher Abpraller. Bielefeld liegt vorne. Die Arminia mit dem Tor im Rücken noch schwungvoller. Jetzt auch mal über die Flügel. Fabian Klos. Wieder kommt er an Malura vorbei. Diesmal aber ohne Folgen. Erol Sabanov nur mit leichten Schwierigkeiten. Heidenheim kurz vor dem Wechsel, etwas verunsichert. Den Bielefeldern wird es zu leicht gemacht. Nur ein Tor und 5 Grad Warmschunkeln auf der Alm. Ein neuer Mann auf Heidenheimer Seite, Marco Seiler, kommt für den gelbbelasteten Robert Strauß. Die Bielefelder personell unverändert, spielerisch aber gleich wieder voll dabei. Heidenheim gibt den Ostwestfalen den nötigen Platz. Klos auf den auffälligen Stefan Salga. Sabanov muss nicht eingreifen. Aber die Heidenheimer zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht nah genug am Gegenspieler. Salga hat auf der linken Seite viel zu viel Freiheiten, kommt ungehindert zum Abschluss. Das muss besser werden. Frank Schmidt, Zuversicht sieht anders aus. Der erste FC Heidenheim. Ein wenig Ratlosigkeit macht sich breit. Nach vorne geht wenig. Sabanov. Viel sieht nach Zufall aus. Auch dieser Ball, der kommt aber an. Schittenhelm. Gutes Auge. Dennis Malura, wenn dann über rechts. Immer noch Malura. Setzt sich durch.
Heidenfelder, das sieht gut aus. Schittenhelm und da ist Marc Schnatterer. Endlich mal schnell und direkt gespielt. Nur so kann man Bielefelds gut organisierte Abwehr knacken. Marc Schnatterer mit der Möglichkeit, aber im Abschluss zu harmlos. Kein Problem für Patrick Platins. Bielefeld mit dem ersten Wechsel nach gut einer Stunde. Für Hille neu in der Partie Nummer 37, Christian Müller. Und der wird freundlich in Empfang genommen von den Bielefelder Fans. Pauken und Trompeten für den neuen Mann. Die Arminia selbstbewusst, kein Wunder, sie liegen vorne. Der frische Christian Müller. Tim Jeras, Heidenheim schaut nur zu. Fabian Klos. Bielefeld hat die Sache jetzt unter Kontrolle. Möglichkeiten zum 2:0 gibt es. Der Aufstiegsaspirant, das bessere Team. Frank Schmidt reagiert, wechselt. Sandro Sirigu kommt, Feierabend für Gerrit Müller. Knapp eine Stunde ist gespielt, mal wieder Bielefeld und mal wieder über rechts. Dennis Riemer. Auf Johannes Rahn, technisch gut. Sabanov, nochmal Bielefeld. Aber Dennis Malura aufmerksam. Die Ostwestfalen immer gefährlich. Heidenheim immer wieder unter Druck. Es bleibt auf der Alm beim knappen 1:0. Aber die Bielefelder wollen mehr. Eckball. Tom Schütz kommt an den Ball. Heidenheim ungeordnet und da kommt der neue Mann Christian Müller. Aber er scheitert an Erol Sabanov. Die Gäste müssen aufpassen. Heidenheim lässt zu viel zu, lässt den Bielefeldern zu viel Raum. Nach vorne geht wenig. Vielleicht jetzt Marc Schnatterer. Sie müssen was tun. Sandro Sirigu, Sirigu! Jetzt hat Heidenheim auch noch Pech. Endlich kommen sie mal zum Abschluss. Klasse gespielt und auch Sandro Sirigu macht beinahe alles richtig. Dann kommt Bakcici für Florian Tausendpfund. Die Heidenheimer versuchen nochmal alles. Sie wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren. Ein Punkt soll es schon werden. Florian Krebs. Der lange Ball. Marco Seiler, Schittenhelm, David Schittenhelm, das gibt's doch nicht. Die Möglichkeit zum Ausgleich ist da. David Schittenhelm, Bielefeld bleibt vorne. Noch haben die Heidenheimer 8 Minuten Zeit. Jetzt drängen sie, setzen Bielefeld unter Druck. Der Kapitän Marc Schnatterer, Bastian Heidenfelder. Aber auch er schafft es nicht, den Ball ins Bielefelder Tor zu befördern. Heidenheim kurz vor dem Ende mit der besten Phase. Schnatterer der Antreiber, aber das Erfolgserlebnis bleibt aus. Heidenheim mit einer couragierten Leistung, aber das reicht heute nicht. Ohne Punkte geht's zurück auf die Ostalb. Wir haben es heute geschafft, auswärts in der Defensive gut zu stehen, wenig Torchancen zuzulassen und haben es dann leider verpasst in der zweiten Halbzeit, nachdem wir in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten sind, in der zweiten Halbzeit aus 3-4 richtig guten Möglichkeiten, zumindest den Ausgleich zu machen. Und deswegen sind wir enttäuscht, dass wir heute verloren haben. Ja, ich bin trotzdem eigentlich irgendwo trotzdem zufrieden mit der Mannschaft, wie wir heute hier auch gekämpft haben. Aber ja, trotzdem sind wir enttäuscht, dass wir halt hier mit 0 Punkten heimfahren. Arminia Bielefeld bleibt obendran, die zweite Liga rückt näher. Der erste FC Heidenheim hat den Anschluss nach der Niederlage heute erst einmal verloren.